Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Verblendkoster. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe im Offscreen-Bereich mal ein bisschen Brückologie studiert und muss sagen, mit meiner krummen Brücke bin ich einer der wenigen. Denn die meisten Eisenbahnbrücken sind tatsächlich gerade. Und dann gibt es so ganz kleine, ganz wenige Brücken, die sind gerade mit einer Krümmung. Also ganz krumme Brücken gibt es, glaube ich, 0,01%. Die meisten sind einfach gerade. Also 99% sind gerade. Dann sind, sagen wir mal, 0,99% sind, sind gerade, haben eine ganz kleine Krümmung. Und dann gibt es diese ganz wenigen, die haben eine richtige Krümmung. Und so eine habe ich gebaut. Und das ist keine gute Idee gewesen, muss ich ganz einfach sagen. Weil ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, dass es ein paar Komplikationen gab, auch mit den Kunstformen hier zum Beispiel. Heißt, ich würde gern... Ich habe gerade gedacht, der erschreckt sich. Ich habe da nicht mehr dran gedacht, dass er mein Höhlenpeilstab ist. Ich habe gedacht, der erschreckt sich, weil da ein Zug drüber fährt. Boah, ich habe gedacht, die interagieren ja schon damit. Das ist ja krass. Geil. Okay, also, wir werden jetzt auf jeden Fall, werden wir die Brücke breiter, also es gibt zwei Optionen. Wir werden die Brücke breiter machen. Zum einen, ne, und die Krümmung dann in der geraden Brücke laufen lassen, oder wir werden die Schienen gerade versetzen und die Brücke gerade. Die zwei Optionen gibt's. Eine krumme Brücke gibt's nicht. Also die streichen wir mal ganz kurz aus dem Kopf. Und das würde ich jetzt gerne in der Timeless machen. Wünsche dir dabei viel Spaß und wir sehen uns nachher wieder. Bis gleich. Ciao.
So, willkommen zurück nach der Timelapse. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich. Es sah wahrscheinlich nicht so spannend aus, aber für mich war es ein Riesenerfolg, jetzt etwas hinbekommen zu haben, was ich eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Denn ich habe die, wie du gesehen hast, die Eisenbahnschienen unter Tage gelegt. Ich habe mich zurückerinnert und mir fiel ein, warte mal, ich hatte ja hier versucht mit der Brücke und alles hat gar nicht funktioniert. Vor allem, es hat gar nicht ausgesehen. Die breite Brücke sah einfach nicht toll aus. Muss ich einfach so sagen, muss ich mir auch eingestehen. Und dann habe ich mich zurückerinnert und dachte, warte mal, wir haben doch hier schon in dem Themenbereich die Eisenbahnschienen unter Tage gelegt. Nämlich hier. Und das sah damals so toll aus. Und dann habe ich mir überlegt, weißt du, das war wirklich innerhalb von ein paar Sekunden kam das alles durch meinen Kopf geschossen. Das sieht bestimmt auch großartig aus, wenn wir die hier unter Tage legen. Und vor allem haben wir dann das Wegproblem nicht. Ob ich den Weg nachher hier oben lang ziehe und dann erst runtergehe oder hier und dann drüber führe, weiß ich noch nicht genau. Werde ich dann in der nächsten Folge mal alles so raustesten. Für mich war das jetzt unheimliches Erfolgserlebnis, das hinbekommen zu haben. Vor allem, es sieht auch noch gut aus. Natürlich kommen hier und da ein paar Steine noch hin, ne? Aber im Großen und Ganzen, ne, ist das schon mal auf jeden Fall schon viel, sehr viel. Sehr, sehr viel geschafft. Boah, da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, die Brücke habe ich mir angesehen und hast ja auch wahrscheinlich in Timelapse gesehen. Es hat einfach nicht ausgesehen. Und ja, jetzt kam ich zu dieser Lösung, womit ich super zufrieden bin. Wirklich super zufrieden. Ne, hier ein bisschen Glättung, da ein bisschen Glättung. Ja, da noch Steine, da ein bisschen Deko. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das besser als die Brücke. Und vor allem, es sieht, glaube ich, auch besser aus mit dem hier. Weil hätte ich hier eine Brücke gehabt, ist jetzt keine Ausrede, hätte ich hier eine Brücke gehabt, hätte man die Sicht auf diesen Übergang gar nicht mehr gehabt. Und ja, ich glaube, die hätte zu viel weggenommen. Also ich finde diese Lösung am besten. Ich werde natürlich noch gucken. Ich muss mal gucken, ob ich mir die Lok mal hier hinhole für die nächste Folge und dass wir dann mal gucken, wie hoch wir gehen müssen. Ne? Das werden wir mit dem Schornstein alles, müssen wir dann alles dann mal testen, aber ich bin auf jeden Fall erstmal super zufrieden. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, was du von der Lösung jetzt hältst, ob du das besser findest oder eher doch lieber die Brücke. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.